So, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir waren hier in Rom stehen geblieben und werden uns jetzt der letzten von Leonardos Kriegsmaschinen zuwenden. Zumindest wenn ich das richtig denke, wird das die letzte sein. Ich sehe auf jeden Fall sonst keine mehr. Hier oben, Leonardos Maschinen. Ich habe wirklich keine Idee, welche das noch sein kann. Mir fällt so eigentlich gar keine Kriegsmaschine mehr ein. Aber okay, wir werden es ja gleich herausfinden. Was? Weg da? 700 Meter ist natürlich relativ weit. Da müssen wir mal überlegen. Ah, ich weiß, welches es ist. Ich weiß, welche Kriegsmaschine es ist. Die Wachen nicht mehr etwas tun. Aber weh, wir rempeln die an. Das ist natürlich dann ganz schlimm. Okay. Problematisch ist halt in Rom, dass die Gebäude ziemlich verwinkelt sind gegenüber. Ja. Ja. Generell liegt halt daran, dass man jetzt in der Stadt mit einem Pferd reiten kann. War ja im Vorgänger nicht möglich. Dadurch entstehen natürlich auch solche Probleme. Ja. Verpasst, den zu töten. Hätten wir jetzt ein besseres Pferd. Aber okay. Ich meine, so viele Vorteile bringt es im Nachhinein auch nicht. Verschwinde, Bart. Hier haben wir eine Kurtisanenaufgabe. Okay. Okay, soweit so gut. Mit dem Reiten, das macht wirklich Spaß in der Stadt, ey. Meine Güte. Dieses Winkelreiten, dieses um Ecken, dieses enge um Ecken reiten, ist wirklich cool. Also wir reiten jetzt wirklich quasi quer durch die Hauptstadt, durch Rom durch. Das dauert natürlich auch ein bisschen. Rechts rum, links rum, rechts rum. Perfekt, da oben ist der Erinnerungsanfang. Super gefunden. So, runter und rein da. Ich bin zuversichtlich, dass es diesmal besser laufen wird. Den Tempel auf See eliminieren und die Karte finden, die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Den Aufseher mit der Pistole töten. Das dürfte kein Problem werden. Oh, hier sind wir, wo das ganze Spiel angefangen hat. Das ist ja interessant. Hä? Was Gott entsendet, um sie zu schlachten, die... Tja. Prozent synchronisiert, sehr schön. So. Gut, das ging schnell. Haben auch schon die Pläne wieder erhalten. Wir müssen echt mal zum Schmied, unsere Rüstung ist defekt. Zwei Armbrustbolzen. Ja, wir plündern mal die Leichen. Ich hoffe, dass wir ein paar Armbrustbolzen finden. Na komm. Dankeschön. So. Mehr Leichen zu plündern. Kugeln. Armbrustbolzen mal 1. Okay. Ein bisschen mehr wäre auch nicht schlecht. Plündern. Plündern. Ja, okay. Ja, klappt leider nicht. So, hier haben wir einen Herold, den können wir bestechen. Kennen wir auch schon aus Assassin's Creed 2. Bestechen wir. Hier hast du dein Geld. So, und das holen wir uns durch den Taschendiebstahl wieder. Hat sich die Sache. Ja.
Liebesgillenauftrag beendet. So, hier haben wir die, ich habe den Namen vergessen. Ja, das Aquädukt, genau, das können wir reparieren. Für 3500 Florin ist so wenig, das können wir mal eben machen. Wir haben so viel Geld, daher, warum nicht? So, ihr seht ja, da oben fließt jetzt das Wasser. Saubere Arbeit. Bitteschön. So. Wir haben einen Steckbrief. Irgendwo hier. Hier sind die wenigstens nicht mehr so arg unrealistisch aufgehängt wie in Assassin's Creed 2, wo die wirklich nur auf Häusern waren. Finde ich gut gemacht. Oh, hier streiten sich Leute. Okay. Und dann verlassen wir mal wieder Rom. Also ich weiß ganz genau, was es jetzt für eine Kriegsmaschine sein wird. Ist mir vorhin wieder eingefallen. Aber okay. Werdet ihr gleich selber sehen. Eigentlich finde ich so die, ja, extremste, bedeutendste, ja, werdet ihr selber sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das müsste eigentlich wirklich die letzte Kriegsmaschine sein, wenn ich mich nicht täusche. Panzerwagen, Monte, ja, Ciaceo, oder wie auch immer man es ausspricht, ich habe keine Ahnung. Hölle auf Räder, und ihr seht das oben links schon. Leonardos Panzerwagen ist ein ausgesprochen anspruchsvolles und verheerendes Kriegsgerät, das den Ausgang einer Schlacht verändern kann. Es muss zerstört werden. Ja, im Panzerwagen keinen Schaden nehmen, wird relativ schwer, aber ich werde es versuchen. So, hier könnt ihr wieder ein paar Informationen über unseren Ort erhalten. Ja, hier, etwa 100 Kilometer südwestlich von Rom. Gut, den Architekten des Panzerwagens aufspüren. Gut, hier haben wir Sperrbezirk, da haben wir ihn. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Kett. Wer Cesare bestehen will, ist selbst schuld. Das könnte der Fuchsbau sein. Halt! Okay, perfekt. Okay, wir müssen den Architekten verfolgen. Gehen wir hier runter. Damn it. Rein hier. Perfekt. Was will denn der Architekt hier, Junge? Klettert der hier hoch? Okay, jetzt gehen sie weiter. Er hat das gemerkt, als ich ihn getötet habe. Hat wahrscheinlich eine ähnliche KI wie die, wie Borgia-Wachen. Wenn er da hochklettert. Plündern wir mal eben. Hoffentlich ein paar Armbrustbolzen dabei. Dankeschön. Da sind sie doch. So. Haben wir einen Heuhaufen. Okay, da über die Seite kommen wir auf jeden Fall rein, da rechts rum. Gut zu wissen. So, dann müsste es eigentlich auch die letzte von den Kriegsmaschinen sein, meine ich zumindest. Na, 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 na. Uiuiui. Verprügeln. Oh mein Gott. Diesen Mann. Hat der Große da. Kommt mir bekannt vor. Ha, er geht weg. Er geht weg. Er geht weg. Perfekt. Warum auch immer er weggeht. Wir bleiben mal hier in der Ecke.
möglichst sicher. Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen in einer Zelle. Die helfen euch. Sehen. Okay. Halt, eine... Nein, 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 nein. Mann, das gibt's nicht. Es tut mir leid, Leute. Es gibt's nicht. Okay. Machen wir das Ganze jetzt etwas anders. Wir gehen hier hoch. Rüber. Rüber. Das gibt's doch nicht. So. Und wir verbrennen die Pläne. So. Auch immer gleich, wie ihr schon merkt, mit diesen Plänen. Das hat natürlich immer auch den gleichen Sinn. Damit sie nicht noch mehr Waffen herstellen können. Mach! Ezio! Boah! Gott, war das wieder knapp. So, dann haben wir unten nur eine einzige Wache, wenn ich das richtig sehe. Ist sie tot? Na. Perfekt. So. Hier haben wir den Käfig mit den Söldnern. Den öffnen wir. Wo ist Da Vincis Maschine? Folgt uns. Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. Also, das war jetzt mal ein Gemetzel hier. Die können wir auch alle schön plündern. Ach, wenn die nicht weglaufen würden. So. Perfekt. Oh, hier geht's. Mein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Ah, ihr habt gehört, Sizilien ist ein Ziel mit diesem Panzerwagen. Okay, wir interagieren hier mit der Luke. Ich finde einen Weg. Okay, hier hoch, das sieht man ja direkt. Perfekt, hier rüber. Wow, das ist ganz schön tief. Wow. Ach so, da der Hebel. Ich war zu schnell. So, interagieren wir. Okay. Da steht eine Truhe, die nehmen wir mit. Florinen. Ja, den Hebel finden, das Tor öffnen für die
und das Tor für die Söldner öffnen. Da müssen wir jetzt hier hochklettern. Ja, ich war zu schnell. So, rüber da. Zack, 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 zack.